Okay, good morning. We are going to start. Guten Morgen. Wir beginnen jetzt mit der Sitzung zu digitalem Handel. Guten Morgen zusammen. Ich bin ein Mitglied der Multi-Stakeholder-Gruppe des UNIGF. Und ich arbeite auch für ein japanisches Unternehmen. Das ist jetzt eine Sitzung zu digitalem Handel. Es geht um die Förderung des freien Flusses von Informationen und auch für Vertrauen. Und wie wir auf der Internetseite des IGF geschrieben haben, geht es um einen fruchtbaren Dialog und zur Förderung des freien Flusses der Informationen über Grenzen hinweg. Gleichzeitig sollen die Herausforderungen reduziert werden im Bereich Privatsphäre, Datenschutz, Urheberrechte und Datensicherheit durch das Konzept des Vertrauens. Dabei werden wir auch den Fortschritt der digitalen Transformation berücksichtigen, geopolitische Spannungen, ebenfalls die globale Wirtschaft aktuell beschäftigen. Die digitale Wirtschaft ist kontinuierlich gewachsen durch die Kraft der IKT, also auch durch IoT, Big Data, Analytik, Blockchain und andere neue Technologien. Man kann also sagen, dass die digitale Wirtschaft und die Wirtschaft allgemein eine wichtige Treibkraft war für Innovationen und auch für Wirtschaftswachstum, sowohl in den Entwicklungsländern und Industrieländern. Gleichzeitig und auch innerhalb des globalen Umfeldes der Weltwirtschaft. Die digitale Weltwirtschaft ist vom Internet abhängig, das an sich ja global ist. Die digitale Wirtschaft hat einen großen Einfluss auf den Handel und es gab viele handelsbasierte Diskussionen und die Handelsdiskussionen haben ebenfalls auch zugenommen. Die Streitpunkte liegen vor allem im Bereich Daten und viele Länder denken jetzt daran, welche Regeln und Maßnahmen nötig sind, um die Datennutzung weiter zu fördern und sie eben von anderen Dingen zu schützen. Es ist unabdingbar sicherzustellen, dass Daten frei fließen können über die Grenzen hinweg. Wir müssen aber auch daran denken, wie wir Herausforderungen angehen können, zum Beispiel Privatsphärenschutz, Urheberrecht, digitale Sicherheit. Und da müssen auch grenzüberschreitende Wirtschaftsaktivitäten bedacht werden und auch die Bedürfnisse der KMU. Es gibt verschiedene regulatorische Maßnahmen, die man ergreifen kann. Es können rechtlich bindende Instrumente sein, es können auch Soft Rules sein oder eben andere Regulierungen, wo zum Beispiel eben verschiedene Stakeholder mit eingebunden werden. Viele Länder haben rechtlich bindende Regeln. Das ist aber schwierig, um den freien Datenfluss zu gewährleisten. Und die Kosten steigen so für Unternehmen. So könnte die digitale Wirtschaft fragmentiert werden. Internationale Harmonisierung ist deshalb wichtig zwischen den Ländern und den Akteuren. Und es gab verschiedene Verhandlungen, auch auf multilateraler Ebene und in verschiedenen Handelsgremien. Interoperabilität und internationale Harmonisierung waren wichtige Themen. Das IGF ist der wichtigste, das beste Ort, um eben die optimale Harmonisierung voranzutreiben und auch die Interoperabilität für die Ermöglichung des digitalen Handels. Es ist also jetzt also gut, dass wir heute dieses hochrangige Podium zusammengeschart haben.
Insbesondere werden die Vorsitzenden des G20 und des G7-Prozesses berichten. Des Weiteren werden wir auch vom Publikum, von den Rednern und von anderen Beteiligten hören. Aber vorher werden, also bevor wir dann abschließend diese Sitzung abschließen, werden wir dann auch noch letzte Schlussfolgerungen unserer Panelisten aufrufen. Abschnitt 13 der G20-Ministererklärung zum Handel und Wirtschaft ist sehr relevant zu uns. Und ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, dieses Panel hier mit Ihnen gestalten zu dürfen. Und ich freue mich sehr darauf, sehr viel von den distinguierten, geschätzten Rednern lernen zu können, wie auch vom Publikum. Und daher freue ich mich sehr darauf, dass ich jetzt übergeben kann an den hervorragenden Moderator Paul. Bitte eröffnen Sie die Sitzung. Thank you. Vielen Dank, Kento, für diese eröffnenden Worte und dass Sie so ein bisschen uns die Grundlage gegeben haben für diese Diskussion. Es ist eine große Freude, diese Hauptsitzung zur Zukunft des grenzüberschreitenden Datenflusses und Datenvertrauen zu moderieren. Wir haben auch eben Teilnehmer aus der Ferne. Ich bin der Exekutivdirektor der Multi-Stakeholder-Gruppe und wie Kento schon gesagt hat, wie kann man das in Einklang bringen, also nationale Gesetze und internationale Regelung. Das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen im 21. Jahrhundert. Das ist ganz besonders berührend für mich, dass ich diese Hauptsitzung jetzt zu Daten moderieren darf. Ich bin in Berlin geboren und ich freue mich sehr darauf zu sehen, welche Auswirkungen diese Entwicklungen haben können auf unsere Gesellschaft und auf unsere Wirtschaft. Heute werden wir darüber sprechen, wie wir den Datenfluss und die Datendienstleistungen im grenzüberschreitenden Bereich erreichen können. Und das ist nun ganz oben auf der Tagesordnung der Politiker in der ganzen Welt. Wir haben heute hier ein sehr distinguiertes Multi-Stakeholder-Tempel. Wir haben Yoichi Iida, den Vorsitzenden der G20 Taskforce für Digitales und den Generaldirektor für den G20-Prozess innerhalb des japanischen Innenministeriums, das auch für Kommunikation verantwortlich ist. Dann haben wir Salvatore Coe vom französischen Conseil Numérique, also dem Digitalbereich. Dann haben wir Tilman Kuster, den Vizepräsident für Handel und internationalen Gewinn, Frau Lidia Stepinsia-Mishtapia, die stellvertretende Generaldirektorin aus Polen, Miss Ida Tatu, die für die Handels-, Investitions- und Investitionsabteilung der WTO ist, Frau Lisa Kondar, eine Juristin beim Institut für Internet und Gesellschaft in Brasilien, Frau Roger Stalley vom Rat der Computer- und Industriegesellschaft CCIA, Herrn Lagamba, den Regionaldirektor von ISOC für Lateinamerika und die Karibik und Bill Drake, der an der Universität Zürich lehrt im internationalen Lehrstuhl. Dann haben wir Effi Edo, die CTU von AfroPridune und die auch Mitglied der MAG ist. Wir möchten jetzt, wie Kato schon gesagt hat, damit beginnen, dass wir zunächst einmal über die Entwicklung im G20 und im G7 sprechen, die in diesem Jahr zu diesem Thema stattgefunden haben, bevor wir dann zu Multi-Stakeholder-Bereichen kommen. Ich freue mich sehr, dass Yoichi Iida uns zunächst einmal berichtet über den G20 in diesem Jahr. Vielen Dank. Bitte kommen Sie zum Rednerpult. Einen schönen guten Morgen. Ich danke Ihnen sehr, Herr Fallinger, und verehrte Redner, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir ein großes Vergnügen und eine Ehre, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen und einen kurzen Bericht abzugeben über die Ergebnisse des diesjährigen G20 bzw. der Diskussionen der digitalen Taskforce oder Eingreifgruppe. Die japanische
Regierung übernahm dieses Jahr die G20-Präsidentschaft und wir hatten ein Ministertreffen der Digitalminister gemeinsam mit den Handelsministern. Dabei haben wir gemeinsame Herausforderungen besprochen, die sich im Bereich Handel und der digitalen Wirtschaft stellen. Heute möchte ich mich auf das Thema Datenfluss konzentrieren. Die Mitglieder des Ministertreffens sehen Sie hier auf der Folie. Wir hatten Handelsminister und Minister für die Digitalwirtschaft und deswegen sind es so viele hier auf dem Foto. Die Hälfte davon sind allerdings Handelsminister. Wir hatten wirklich fruchtbare Diskussionen bei diesem Ministertreffen, das im Juni stattfand und es wurde dann übergeben an das G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs am Ende des Monats. Bei der Vorbereitung der Tagesordnung haben wir uns Gedanken gemacht über den übergeordneten Sinn, die Stoßrichtung der Diskussion. Und wir haben uns überlegt, wie wir tatsächlich die Bedeutung der positiven Auswirkungen der Digitalisierung tatsächlich in den Vordergrund stellen könnten. Und diese Auswirkungen bestehen ja in der G20 wie auch im Rest in der Welt. Das sind natürlich sehr wichtige politische Prioritäten innerhalb unserer Länder. Und wir sprechen hier von der Gesellschaft 5.0. Das Konzept Gesellschaft 5.0 zielt darauf ab, eine menschenzentrierte digitale Gesellschaft für die Zukunft aufzubauen. Das Konzept besteht darin, die Digitalisierung und digitale Technologien zum Besten zu nutzen, nämlich nicht nur für Wirtschaftswachstum, sondern auch für Entwicklung in der gesamten Gesellschaft. Und dieses Konzept leitet also unsere Tagesordnung und die Themen, die wir auf diese Tagesordnung gesetzt haben. Wir haben den Datenfluss ganz nach oben gesetzt, weil wir glauben, dass der Datenfluss für die Nutzung von Daten absolut entscheidend ist, ganz grundlegend für die Entwicklung der Digitalwirtschaft insgesamt. In den letzten paar Jahren haben wir in den Regierungsforen, wie zum Beispiel dem G20, über die Vorteile und auch die Probleme gesprochen, die sich durch die globale Digitalisierungswelle ergeben. Insbesondere durch den grenzüberschreitenden Datenfluss, der immer weiter zunimmt. Wir haben eine Erklärung formuliert, in der wir ganz klar sagen, dass wir den freien Informationsfluss über Grenzen fördern, gleichzeitig aber auch berechtigte politische Ziele schützen und respektieren. Vielleicht ist das nicht genau der Wortlaut, aber wir haben auf jeden Fall klar unserer Intention Ausdruck verliehen, dass wir den freien Datenfluss über Grenzen hinweg fördern, dass wir aber gleichzeitig auch die Bedeutung und unsere Achtung für die politischen Ziele der einzelnen Länder wahren. Selbstverständlich verstehen wir, wie wichtig es ist, den Datenschutz zu wahren und die Datenschutzpolitik zu achten. Wir stehen voll hinter diesem Übereinkommen. Aber wir haben uns in der Debatte schon gefragt, warum man sich so stark darauf konzentriert, diese berechtigten Politikziele zu stützen in der nationalen Politik. Warum müssen Unternehmen so vorsichtig sein, wenn sie Daten über Grenzen verschieben? Warum müssen die Bürger, die Nutzer so aufpassen? Oder warum haben sie so viel Angst davor, Daten
herauszugeben oder zu übermitteln. Wir haben erkannt, dass es eines größeren Vertrauens bedarf, dass dieses Phänomen entsteht aus einem Mangel an Vertrauen zwischen den einzelnen Stakeholdern und manchmal auch gegenüber der digitalen Wirtschaft oder überhaupt einem Datenfluss. Und somit haben wir dann besprochen, wie man Vertrauen schaffen kann, um auf diese Weise den freien Informations- und Datenfluss zu fördern. Das heißt also, unser Ziel war ja, den Datenfluss zu fördern, um auf diese Weise die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern. Aber damit das funktionieren kann, ist es so, dass wir zunächst einmal das gegenseitige Vertrauen stärken müssen. Das haben wir erkannt. Nachdem wir also Diskussionen unter 20 Ländern geführt haben, haben wir das, was Sie hier vorne auf der Folie sehen, als Einigung erzielt. Das heißt also, wir fördern den Datenfluss über Grenzen hinweg, während wir und so weiter und so weiter. Wir haben gesagt, dass wir weiterhin Herausforderungen im Bereich des Datenschutzes, der Sicherheit und des Urheberschutzes schützen. Dennoch fördern wir also diesen Datenfluss und wir möchten das Vertrauen der Verbraucher und der Unternehmen steigern. Und das ist vielleicht dann doch noch eine Neuerung gegenüber den vorherigen Statements, die abgegeben wurden. Das Ziel unserer Debatte bestand ja darin, erst einmal zu verstehen, wie man den Datenfluss tatsächlich stärken kann. Und dafür müssen wir eben das Vertrauen schärfen. Leider ist es uns nicht gelungen, sehr konkrete Ergebnisse zu erzielen oder konkrete Einigungen, aber wir haben diesen letzten Satz in Rot eingefügt. Wir haben uns dazu verpflichtet, die Interoperabilität verschiedener Rahmenwerke zu ermöglichen. Das heißt, uns ist klar, dass verschiedene Länder, verschiedene Gemeinschaften in verschiedenen Rahmenbedingungen operieren und dass sie auch verschiedene Regulierungsrahmen haben und auch verschiedene Formen des Datenschutzes. Um also den grenzüberschreitenden Datenfluss fördern zu können, müssen wir auch die Interoperabilität zwischen verschiedenen Rahmenwerken fördern. Und es gibt auch einen kurzen Abschnitt, in dem wir auch ganz klar hervorstellen, dass die Daten eine wichtige Rolle bei der Entwicklung spielen. Gut, das ist auch wichtig, aber das werde ich jetzt nicht weiter erörtern im Rahmen dieser Diskussion. Die Einigung wurde dann auch den Staats- und Regierungschefs vorgelegt und auch sie haben diesen Wortlaut verabschiedet. Die Staats- und Regierungschefs haben dann Diskussionen darüber geführt, wie man die internationale Diskussion zum Datenfluss und zur Digitalwirtschaft weiterführen kann und voranbringen kann. Denn im zweiten Teil unseres Ministertreffens war es so, dass die Handelsminister natürlich über den E-Handel gesprochen haben. Das ist ja auch wichtig, gerade im Zusammenhang mit der WTO. Und ihnen ist klar gewesen, dass sie den Datenfluss über Grenzen hinweg fördern mussten, insbesondere Daten für die entsprechenden Transaktionen, die für den E-Handel nötig sind. Premierminister Abe entschied dann, dass eine Initiative, der sogenannte Osaka-Track, vorgelegt werden sollte für den Gipfel. Und die Staats- und Regierungschefs aus 27 Ländern kamen also zusammen, schon vor dem eigentlichen Gipfel.
Es gab also eine zusätzliche Veranstaltung und dort hat man sich also auf diesen Osaka-Track geeinigt. Der Sinn dieser Initiative ist das, was Sie hier in Rot hervorgehoben sehen, nämlich die Förderung einer internationalen Debatte zur Förderung des Datenflusses. Und wir glauben, dass diese Initiative dann auch förderlich ist für die Diskussion und die Verhandlungen zum E-Handel innerhalb der Welthandelsorganisation. Ich möchte ganz kurz den Osaka-Track ein wenig erklären. Wie ich bereits sagte, besteht das Ziel darin, internationale Debatten zu befördern über die digitale Wirtschaft und über den Datenfluss. Wir glauben darüber hinaus, dass das auch extrem hilfreich sein wird für die Unterstützung der Verhandlungen zum E-Handel innerhalb des WTO-Rahmenwerks. Es ist also ein vielschichtiges Gebilde und dient der Beförderung der Diskussionen zum Datenfluss und zur digitalen Wirtschaft und das im Rahmen eines Multi-Stakeholder-Ansatzes. Denn wie bei den anderen Aspekten auch, sind wir der Ansicht, dass die Diskussionen über die Digitalwirtschaft und über die Digitalisierung insgesamt mit den verschiedenen Stakeholdern gemeinsam erfolgen wollten. Und in dieser Hinsicht ist das IGF absolut ideal zur Förderung und Beförderung dieser Diskussion. Das sind also einige der Herausforderungen, die vor uns liegen. Und das ist der Stand unseres Wissens nach den Diskussionen. Ich möchte jetzt nicht auf alle einzelnen Themen eingehen, aber mir ist klar, dass sehr viele Debatten, die sehr ähnlich diesen Punkten sind, jetzt auch bei diesem IGF stattfinden innerhalb der einzelnen Foren. Wir hoffen, dass diese Diskussionen dann auch weitergeführt werden im Rahmen der nächsten IGF, also der IGF der kommenden Jahre. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken und ich gebe jetzt dann zurück an den Moderator. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. An dieser Stelle würde ich gern Frau Savatoko bitten, uns über den G7 Strang zur Digitalisierung zu berichten. Einen schönen guten Morgen zusammen, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank, dass ich die Einladung bekommen habe zu dieser Plenarsitzung. Wir freuen uns sehr, dass der französische Digitalrat nun die Gelegenheit hat, die Ergebnisse des G7-Digitalstranges mit Ihnen zu teilen. Heute möchte ich Ihnen unsere Vision vorstellen, also die Vision des Digitalrates Frankreichs. Ich möchte Ihnen erklären, wo wir stehen bezüglich der digitalen Gesellschaft. Zunächst einmal und ganz kurz möchte ich Ihnen den Digitalrat vorstellen, denn nicht alle kennen ihn. Das ist uns durchaus bewusst. Wir sind ein Beratungsgremium und wir funktionieren als unabhängige Organisation für die französische Regierung. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, Empfehlungen abzugeben, wie die Politik gestaltet werden sollte. Wir spielen eine wichtige Rolle als Brückenbilder zwischen der technischen Community und dem Rest der Gesellschaft. Wir sind geleitet von der Überzeugung, dass unsere Bürger nicht aus den Entscheidungsprozessen zur digitalen Technologie herausgehalten werden sollen. Nutzer und Nutzerorganisationen sind genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, als die wirtschaftlichen Erwägungen, die berücksichtigt werden müssen. Man sollte die Plattformen nicht sich selbst überlassen und nicht das Internet den Plattformen überlassen. Es geht um zu viel. Deshalb ist es so, dass mehr als in jedem anderen Sektor notwendig ist, dass die
digitalen Angelegenheiten im Rahmen eines multilateralen Rahmens und mit allen Beteiligten, allen Betroffenen erörtert werden müssen. Im letzten Sommer habe ich für die G7-Gruppe zur digitalen Angelegenheiten gesprochen. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, solche Foren zu haben zur Erörterung dieser Themen. Dazu gehören die G7, die Regierungen und andere Entscheidungsträger zusammenbringen. Es ist nötig, dass es einen Dialog mit der Zivilgesellschaft gibt. 2019 hatte die französische Regierung die G7-Präsidentschaft inne und uns war es wichtig, die Stakeholder des G7-Prozesses tatsächlich einzubinden. Das ist ein wichtiger Ansatz, aber ich glaube, es ist auch nur ein erster Schritt, der auch weitergeführt werden muss und ausgerollt werden muss in alle Entscheidungsgremien. Der Multilateralismus ist fast überall in Gefahr, wo es um internationale Beziehungen geht. Auch das Internet stellt hier keine Ausnahme dar. Wir alle tragen Verantwortung. Wir dürfen den multilateralen Dialog nicht aufgeben, insbesondere nicht beim Thema Internet, das ja für eine ganze Weile eine Art Utopie dargestellt hat für diese grenzenlose Welt. Und nur wenn wir die verschiedensten Stimmen zusammenbringen, können wir Technologien aufbauen, die nicht einfach nur einen Selbstzweck darstellen, sondern die wirklich der nachhaltigen Entwicklung, den nachhaltigen Entwicklungszielen, der Umwelt und den Menschen dienen. Nehmen wir einmal das Thema Gesichtserkennung. Diese Systeme und ihre Anwendung im öffentlichen Raum und im privaten Raum werfen sehr wichtige und problematische ethische Fragen auf. Es gibt noch immer bedeutende Fehlerquoten. Die Technologie diskriminiert häufig Frauen und Menschen ethnischer Minderheiten. Und ich gehöre zu beiden Gruppen. Sie folgen, können Sie sich denken. Was sind die Folgen? Das sind Fragen, die kaum gestellt werden. Und wenn sie gestellt werden, dann ist das eine Frage, die normalerweise nur zwischen Regierungen und Plattformen erörtert wird. Die Zivilgesellschaft, Nutzer, Bürgerinnen und Bürger sind praktisch nie Teil dieser Diskussion. Aber genau das sind die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir brauchen dringend multilateralistischen Dialog über diese Themen. Und deshalb haben einige G7-Staaten eine Charta angenommen für ein offenes, freies und sicheres Internet. Das Internet verändert unsere Gesellschaften und manchmal entstehen dadurch sehr spezifische Probleme in der ganzen Welt. Die Verbreitung von Hassrede, Desinformation, die Verletzung von Privatsphäre und Datenschutz. Die Unterzeichner der Charta haben sich darauf geeinigt, zum Beispiel illegale Inhalte einzudämmen und gleichzeitig die Freiheit der Medien und die freie Meinungsäußerung zu schützen. Die Charta dient als Grundlage für den Menschenrechtsschutz, aber was genau bedeutet das? Die Menschenrechte klingen jetzt vielleicht wie ein alter Hut, etwas, das für unsere digitale Gesellschaft gar nicht anwendbar ist. Aber das stimmt nicht. Die Menschenrechte sind ein umfassendes System von Prinzipien, für die wir kämpfen müssen und die wir komplett auf das Internet umsetzen müssen, in die Internet-Ära umbringen müssen. Es geht um die Meinungsfreiheit, um die Bekämpfung von Zensur. Es geht um das Recht auf Informationszugang, auf Netzneutralität, das Recht auf Vergessenwerden. Das sind alles Menschenrechte und wir müssen diese schützen, auch im Internet. Zweitens. Wir brauchen einige neue digitale Menschenrechte, die hinzugefügt werden zu den Menschenrechten, die bereits bestehen. Das ist keine neue Idee.
die digitalen Menschenrechte konzentrieren sich normalerweise auf die Bereiche, die ich gerade aufgezählt habe. Was wir jetzt tun müssen, ist, unsere Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu versetzen, diese Rechte auszunutzen, die wichtig sind in der digitalen Gesellschaft. Wie können wir das Konzept der Gleichheit, der Gleichberechtigung umsetzen in einer Welt, in der autonome Systeme tatsächlich diskriminierend wirken? Wie können wir sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gleich behandelt werden von den Technologien? Wie können wir das Konzept der Gleichheit in diese Technologien, in die Algorithmen einbetten? Das ist absolut notwendig. Dafür brauchen wir ein garantiertes Recht auf digitale Inklusion. Und Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, sollten hier nicht ausgelassen werden aus der digitalen Transformation unserer Gesellschaft. Sie müssen mit einbezogen werden, mit uns voranschreiten. Wir müssen daran arbeiten, sehr hart daran arbeiten, immer härter daran arbeiten. Und wir müssen gerade auch die Geschlechterkluft in dieser Branche überbrücken. Wir müssen dafür sorgen, dass die Systeme bessere Entscheidungen treffen als wir Menschen. Denn sonst gibt es eigentlich keinen Sinn, solche Systeme überhaupt zu entwickeln. Wie setzen wir das Recht auf Information um, wenn autonome Entscheidungsfindung doch normalerweise eine Blackbox darstellt? Das Internet beruht auf der Idee, dass der Zugang zu Informationen und Wissen eine große Stärkung unserer Bürgerinnen und Bürger darstellt. Wir müssen diese Grundidee umsetzen in Rechte auf Transparenz. Transparenz bedeutet die Garantie der Menschen, dass sie wissen, nach welchen Kriterien ein Algorithmus oder irgendein System operiert. Wenn ich diskriminiert wurde, und zwar durch eine Maschine, wenn ich zum Beispiel falsch erkannt wurde, wenn ich als Terrorist ausgemacht wurde von einem Gesichtserkennungssystem, wie kann ich dann auf das Beweismaterial zugreifen und beweisen, dass die Maschine einen Fehler gemacht hat, dass die Maschine sich geirrt hat? In der digitalen Gesellschaft ist das Recht auf Transparenz und auf Erklärbarkeit auch etwas, was im Zusammenhang mit dem Recht auf Zugang für alle im Zusammenhang steht. Und dann ist auch die Rechenschaftspflicht etwas, das in demokratischen Systemen absolut grundlegend ist. Heute ist es so, dass wir soziale Medienplattformen sehen, die Entscheidungen treffen über politische Themen zum Beispiel. Über Wahlwerbung zum Beispiel. Das hat Auswirkungen auf unsere Demokratien. Und der große Unterschied ist, dass hier praktisch keine Rechenschaftspflicht der Plattform besteht, wenn hier Fehler gemacht werden. In einem demokratischen System, in einer Demokratie, ist es so, dass Fehler normalerweise bestraft werden bei den nächsten Wahlen. Die Rechenschaftsmechanismen, die wir jetzt haben, sind nicht die, die wir schaffen müssen, um sicherzustellen, dass die Plattformen, die wirklich grundlegende Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben, auch zur Rechenschaft gezogen werden für die Entscheidungen, die sie treffen. Es gibt drei grundlegende Rechte: Gleichberechtigung, Transparenz und Rechenschaftspflicht. Und wie Sie sich denken können, gehört all das zusammen. Es bringt überhaupt nichts, wenn man Gleichberechtigung hat, wenn man die Entscheidungsträger dann nicht zur Rechenschaft ziehen kann, wenn sie die Gleichberechtigung nicht achten. Es gibt keinen Sinn, Transparenz zu haben, wenn das nicht durchgesetzt werden kann. Und es bringt auch nichts, wenn man eine Rechenschaftspflicht hat, wenn die anderen beiden Elemente fehlen. Das bedeutet also, dass diese drei Rechte umgesetzt werden müssen, damit wir dann auch das entsprechende Vertrauen schaffen können, dass die Bürger das digitale Zeitalter haben. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. 50 Jahre nach
der Entstehung des Internets sind wir hier und wir stellen fest, dass es immer neue Gesetze und Regularien gibt, die den Datenfluss und das Vertrauen beeinflussen, während gleichzeitig diese Entwicklungen fortschreiten und immer schnell fortschreiten. Und in vielen Ländern der Welt gab es bisher sehr wenig Reaktion darauf. Wir haben schon über die Herausforderungen gehört, über das, wir haben vom G20 und vom G7 gehört, über die Herausforderungen. Und beim Internet Jurisdiction and Politik Netzwerk haben wir auch einen entsprechenden Bericht herausgegeben. Ich möchte einige Statistiken mit Ihnen teilen, einfach um sie in die Diskussion einzuführen. Wir haben 150 wichtige Stakeholder, Organisationen, große Internetunternehmen, zivilgesellschaftliche Gruppen und andere Experten befragt. 97% von Ihnen sind der Ansicht, dass es heute zu wenig internationale Koordination und Kohärenz gibt, um grenzüberschreitende rechtliche Probleme zu lösen, die im Internet bestehen. Und über 90% haben gesagt, dass die Probleme immer schlimmer werden in den nächsten 3 Jahren. Es wurde sehr deutlich gemacht, das haben wir auch heute schon gehört, dass Privatsphäre, Datenzugang, Eignung, Missbrauch online, dass all diese Dinge miteinander im Zusammenhang stehen. Und Initiativen, ob sie jetzt privater, öffentlicher oder sonstiger Natur sind, auch Dinge wie zum Beispiel Handelsabkommen, haben natürlich alle Einfluss aufeinander. Und somit ist es so, dass man die digitale Wirtschaft und den digitalen Kontext nicht isoliert betrachten darf, sondern dass man insgesamt tatsächlich auf die ansehen muss, wie nationale Gesetze sich auf das Internet und auf die Rechtsdurchsetzung im Internet und die Strafverfolgung auswirken. Wir haben jetzt eben schon gehört, wie wichtig es ist, dass die G20-Minister sich mit der Interoperabilität ihrer Rahmenwerke beschäftigen. Das haben wir dann aus dem G20 gehört, aus dem G7 haben wir gehört, dass es wichtig ist, einen Dialog zu haben für ein offenes, freies und sicheres Internet. Wenn also die Koordinationspolitik so wichtig ist für die Förderung des grenzüberschreitenden Datenflusses und über das Vertrauen zwischen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen, dann ist es doch so, dass die Prozesse, Initiativen und Rahmenwerke, die wir in der ganzen Welt haben, zusammengeführt werden müssen. Was sind die Entwicklungen, die Sie bereits sehen? Welcher Konsens zeigt sich hier und was sind mögliche Hindernisse für ein kohärentes Verhalten? An dieser Stelle möchte ich gerne mit Timon Kupfer beginnen. Sie operieren in mehr als 180 Ländern der Welt, also 180 Rechtsordnungen. Wie sehen Sie diese Themen? Ja, herzlichen Dank, Paul. Guten Morgen zusammen. Ich möchte auf das Thema Datenfluss und Vertrauen eingehen, und zwar auf 2 Punkte. Zunächst einmal darum, warum das so wichtig für uns bei BT ist und dann, warum es auch so wichtig im Handelskontext ist. Ich werde das dann auch noch mal zum Thema Verhandlungen innerhalb der WTO einbinden, über die wir ja schon aus Japan gehört haben. Also wir sind ein B2B-Unternehmen. Wir arbeiten nur mit Unternehmenskunden aus 180 Ländern. Und wir sind auf dem FTSE 100 gelistet. Und in Deutschland ist es auch so, dass wir auch den DAX sehr stark bedienen. Das heißt, wir arbeiten für multinationale Konzerne, für die Finanzindustrie, für die Pharmaindustrie, alle möglichen anderen Branchen. Wir arbeiten auch für die Europäische Union zum Beispiel. Und in steigendem Maße haben wir auch immer mehr Kunden aus Schwellenländern. Wir haben also eines der größten weltweiten Netzwerke und sind damit auch einige der unter den größten Datenbewegern, wenn Sie so wollen. Und wir sehen uns daher als eine Art Logistikunternehmen für Daten, denn ohne ohne die Möglichkeit, die Daten zu verschieben zu können, frei verschieben zu können, würden uns die Wertschöpfungs- und Ketten unserer Kunden nicht mehr funktionieren. Unsere Dienstleistungen sind im Grunde in jedem einzelnen Glied der globalen Wertschöpfungskette vertreten. Das fängt an mit Bergbau und Rohstoffen, dann dem Marketing, der Entwicklung, der Logistik, der Wartung, dem IKT. Dienstleistungen braucht man überall und genauso Daten. Deshalb ist es so, dass unser Unternehmenshandeln sehr stark mit dem Thema Daten verknüpft ist. Denn unsere Unternehmen möchten ihre Informationen in einer vertrauenswürdigen Umgebung
austauschen. Die digitale Wirtschaft wird langsam aber sicher zur Wirtschaft insgesamt. Und es bedeutet, dass alles immer digitaler wird und somit auch immer mehr effizient. Und Einschränkungen der Daten durch Datenlokalisierung beispielsweise oder auch durch Hürden für den freien Datenaustausch sind ein Problem für die moderne Wirtschaft. Der Informationswirtschaftsbericht von 2017 ergab, dass ungefähr 20 Billionen Dollar an digitalen Produkten vertrieben wird. Das bedeutet, dass 90% dieser E-Handelstransaktionen zwischen Unternehmen erfolgen. Das ist auch wichtig zu berücksichtigen, gerade wenn man das in die Zukunft denkt. Denn durch Clouds, durch das Internet der Dinge, durch Maschinenkommunikation, durch 3D-Druck und immer stärkere Interkonnektivität. Wir haben davon ja schon gestern oder so gesprochen. Wir haben ja gesagt, dass auch Autos jetzt angeschlossen werden und Tomaten. Das heißt also, die Datenmenge wird wirklich explodieren und die meisten Daten werden dann auch verarbeitet werden. Wenn man jetzt aber das Ganze in den Kontext der WTO-Verhandlungen und in den Handelskontext stellt, dann stellt man fest, dass das wirkliche Problem, das auch wirklich extrem kontrovers diskutiert wird, sich auf die persönlichen Daten, auf die personenbezogenen Daten konzentriert. Und da ist es aus unserer Perspektive sehr wichtig, dass Daten geschützt, in geschützter Form bewegt werden und dass der Datenschutz auch mit den Daten mitbewegt wird. Und deshalb unterstützen wir die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union. Wir möchten sie nicht als Handelsbarriere verstanden wissen. Die Datenschutzgrundverordnung gibt auch einige Möglichkeiten dazu, wie Daten sicher transportiert werden können. Das ist Teil der Datenschutzgrundverordnung. Problem ist jedoch, dass die Europäische Union sich das alles aus der Perspektive ansieht, der europäischen Daten, der Daten von Europäern, die ins Ausland transferiert wurden. Aber für die Unternehmen von außerhalb der EU ist der umgekehrte Weg interessant. Und das ist etwas, womit man sich beschäftigen muss. Das muss auch im Rahmen der Handelsverhandlungen berücksichtigt werden. Und ich bin recht optimistisch, dass man hier eine Lösung gefunden hat. Vielen Dank. Ich weiß, dass Daten in der ganzen Welt übertragen werden. Alles funktioniert heute digital. Und ich denke, dass die Datenvolumen in der ganzen Welt noch weiter steigen werden. Und zwar vor allem nicht personenbezogene Daten durch diese digitale Transformation. Und vor allem auch das Internet der Dinge. Ich möchte nun an die Vertreterin der polnischen Regierung übergeben. Bitte teilen Sie mit uns Ihre Einschätzung dieser Trends. Danke für die Frage. In Europa sehen wir, dass die datenbasierte Wirtschaft immer wichtiger wird. Laut der Europäischen Kommission wird der Wert der Digitalwirtschaft bis 2020 die 7.000 Milliarden übersteigen. Und das 700 Milliarden, Entschuldigung. Und das zeigt, wie die Digitalwirtschaft immer wichtiger wird für Wachstum und Wohlergehen der Gesellschaften. Daher ist es sehr wichtig, kohärente Politik zu betreiben. Was dort aber die Herausforderung ist, sind vor allem drei Elemente. Zunächst einmal der Multi-Stakeholder-Ansatz. Wir sind der Meinung, dass Regulierung und Gesetzgebung die verschiedenen Bedürfnisse verschiedener Stakeholder widerspiegeln sollten. Und wir haben, wie Sie ja schon gesagt haben, 150 Stakeholder, eine lange Liste. Und das heißt, dass dieser Prozess, alle mit an Bord zu nehmen, wirklich eine Herausforderung ist. Der zweite wichtige Komponente ist die Geschwindigkeit der Entwicklung der neuen Technologien. Denn die Entwicklung ist normalerweise schneller als der Gesetzgebungsprozess. Ja, es stimmt, dass es globales Teilen von Wissen erst einmal wie eine Utopie klingt, aber es ist dennoch wichtig, Wissen und gute Praxis auszutauschen über die Regionen hinweg, Weltregionen. Und das dritte Element, das ich gerne noch nennen möchte, ist ein tiefes Verständnis des Zusammenspiels zwischen Regeln und Gesetzen
und dann kohärenter Kommunikation und klareren Vorstellungen davon, wie man verschiedene Stakeholdergruppen mit verschiedenen Stakeholdergruppen kommuniziert. Ein Beispiel: In Europa wird viel darüber diskutiert, wie Gesetze zum freien Datenfluss, nicht personenbezogenen Daten, mit der Datenschutzgrundverordnung zusammenhängt. Und daher ist es wichtig, ganz klar und kohärent zu kommunizieren, und zwar an alle Stakeholder, insbesondere KMU, die Innovationsmotoren sind, die aber vielleicht begrenztere Kapazitäten haben als riesige globale Unternehmen. Vielen Dank. Danke, Sie haben noch einmal unterstrichen, wie bedeutsam Kohärenz ist beim Blick auf die Zukunft, auf neue Technologien und wie auch unser Blick auf die Datenwirtschaft sich ändern wird. Und wir müssen natürlich auch auf kleinere Akteure schauen, die vielleicht nicht die Kapazität haben, mit all diesen verschiedenen Rechtssystemen und Märkten konstruktiv umzugehen. Lee, haben Sie ein Update von der WHO? Wie ist es mit aktuellen Trends? Ja, danke schön. Sie wissen ja, dass die WHO einige Initiativen in diesem Bereich hat, im Bereich des digitalen Handels, Online-Handels. Wir haben einen Mechanismus, wie ihn auch andere internationale Organisationen haben. Wir versuchen, durch Verhandlungsprozesse Kohäsion zu erzielen. Das ist manchmal etwas anstrengend, aber wenn man dann zu einem Ergebnis kommt, dann ist es wirklich ein guter Kompromiss, denn man hat Konsens gefunden. Eine Reihe von WHO-Mitgliedsländern arbeiten zusammen, um Prinzipien für den Online-Handel zu erreichen. Geht es nun um Zölle und Zollabfertigung, um Cybersicherheit. Und das, was am meisten Aufmerksamkeit erhält, das merken wir auch hier, der kontroverseste Punkt, ist immer wieder der Punkt Handelsprinzipien für Datenflüsse oder Datenströme. Erst einmal geht es um freien Datenverkehr über Grenzen hinweg. Und dann geht es um das Prinzip, dass es gewisse Einschränkungen geben könnte, also zum Beispiel, dass Daten lokal verarbeitet werden müssen, und das ist nicht erwünscht. Ich glaube, dass diese Überlegungen ein guter Ausgangspunkt sind. Wenn die WHO Prinzipien entwirft, dann erklärt sie normalerweise nicht den Regierungen, wie diese umzusetzen sind. Das bleibt den Regierungen überlassen, ob sie nun entsprechende Gesetze schon haben oder ob sie neue Gesetzgebung erlassen müssen. Das heißt, wir haben hier multidisziplinäre Prozesse, ressortübergreifende Prozesse. Und hier können sich verschiedene Bereiche gegenseitig befruchten. Selbst wenn die WHO gewisse Prinzipien vorgibt. Wenn wir hier erfolgreich sind mit diesen Prinzipien, dann wären diese komplementär zu bereits bestehenden Prinzipien. Beispielsweise dem, dass Regierungen durchaus Flexibilität haben bei der Erreichung politischer Ziele, wie zum Beispiel Verbrechensprävention online, Privatsphäre online. Das hat also erstmal nicht per se mit Handel zu tun. Umweltfragen beispielsweise sind auch wichtig. Und das muss immer bedacht werden in der Diskussion. Interessanterweise und vielleicht auch überraschenderweise für einige, zumindest schien mir das so bei einigen der Panels, bei denen ich hier bereits war, sind wir uns nicht immer einig, in welche Richtung wir gehen wollen mit diesen Prinzipien. Es gibt unterschiedliche Meinungen, sogar im Westen der Welt, aber dann zwischen Westen und Osten, dann aber auch zwischen den Ländern im globalen Süden. Nicht einmal die Regionen sind sich einig.
Aber ich denke, wir sind uns einig, dass Datenströme ein ganz wichtiges Thema ist. Manchmal sind es triviale Unterschiede. Sprechen wir von freiem Datenverkehr oder freiem Informationsverkehr? Ich meine, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend. Aber es gibt andere größere Fragen. Zum Beispiel, wollen wir freien Datenfluss haben, um unsere Märkte schützen zu können? Ich glaube, dass die Trends nicht notwendigerweise positive sind. Dieser Prozess, in dem wir uns befinden, ist, wie gesagt, oftmals ermüdend. Und dann kann man auch noch sagen, dass wir im Jahr 1998 zum ersten Mal ein Moratorium beschlossen haben auf Abgaben für elektronische Güter. Und die Menschen wussten nicht, in welche Richtung sich der Internethandel entwickeln würde. Und für einige schien vielleicht diese Idee des Nichthandelns attraktiver zu sein, als die Vorstellung, etwas Falsches zu tun. Und jetzt stellen die Menschen fest, dass das Internet sich weiterentwickelt hat und auch der Handel im Internet. Und jetzt gibt es diesen Moment der Panik, das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben. Wir müssen etwas tun. Natürlich könnte man jetzt immer noch das Falsche tun, aber wir werden sehen. Aber jetzt gibt es zumindest eine Dringlichkeit, die vorher so nicht wahrgenommen wurde. Was sind die Schwierigkeiten? Nun, es sind, wie gesagt, Differenzen in der unterschiedlichen Ansichten. Aber auch, dass wir erst einmal grundlegende Prinzipien festlegen müssen. Und das ist harte, harte Arbeit, die, wie gesagt, verschiedene Bereiche mit einbeziehen muss, verschiedene Ressorts, verschiedene Stakeholder. Denn wir haben noch keine Best Practices. Ich glaube, dass die Datenschutzgrundverordnung durchaus eine gute Bemühung ist. Äußerst interessant auch, aber ist sie notwendigerweise übertragbar auf andere Orte, Rechtssysteme, Kontexte? Da sind wir uns nicht so sicher. Wir werden erstmal sehen müssen, ob sie überhaupt für die EU funktioniert. Aber das ist nur ein Beispiel für Bereiche, wo Regierungen eine Regulierung und gesetzliche Regelung des Onlinehandels für sinnvoll halten. Da haben wir jetzt also zunächst einmal Material und Datenmaterial. Das haben wir in vielen anderen Bereichen nicht. Und das muss auch im Übrigen außerhalb der WHO erhoben werden. Denn die WHO ist nicht verantwortlich für Cybersicherheit, für Privatsphäre, noch nicht einmal notwendigerweise für Verbraucherschutz. Wir haben also eine Situation, wo wir Mechanismen der Zusammenarbeit haben. Und ich glaube, die G7, G20, ASEAN leisten gute Arbeit. Und ich glaube, es sind durchaus Mechanismen der Zusammenarbeit. Aber oft wird da sehr granular gearbeitet, also wirklich sehr kleinteilig. Und es fehlt an der Zusammenarbeit über verschiedene Bereiche und Ressorts hinweg. Und dafür muss man Mechanismen entwickeln. Ja, danke schön für dieses Update. Also Sie sagen, dass jetzt das Pendel quasi auf die andere Seite schwingt. Es gibt plötzlich das Gefühl der Dringlichkeit. Sie haben gesagt, auf der einen Seite braucht es Prinzipien. Aber der Teufel, das haben Sie auch gesagt, liegt hier im Detail. Und Sie haben auch unterstrichen, dass wir hier eine Diskussion über Handel führen, aber dass so viele andere Bereiche davon betroffen sind und umgekehrt. Also wie schaffen wir es dann auf institutioneller Ebene, organisatorischer Ebene, diese komplexen Zusammenhänge anzugehen? Lisa, Sie leiten das Referenzinstitut der Internet Society. Wie sehen Sie das Thema? Vielen Dank, Paul. Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein und mit Ihnen zu diskutieren. Wir sprechen hier über komplexe Themen, wie wir ja schon gemerkt haben dürften. Und es gibt verschiedene Ansätze.
verschiedene mögliche Lösungsansätze. Aber in Brasilien, für diese Region kann ich sprechen, ist es so, dass es an Vielfalt, Dialog und Transparenz fehlt im Hinblick auf die nächsten Schritte und wie man dorthin kommt. Wir sind uns ja einig, dass wir als globale Gemeinschaft weiterkommen müssen. Wir brauchen globale Lösungen der Rechtsprechung hier und der Regulierung von IKT-Produkten und Dienstleistungen. Aber stellen wir wirklich sicher, dass verschiedenste, vielfältige Stakeholder in den Prozess mit eingebunden werden? Eine der größten Sorgen, die wir haben, wenn wir über Gräben sprechen, die ja schon genannt wurden, ist, dass oft nicht alle Stakeholder im Raum sind oder dass sie zumindest nicht die gleichen Ziele haben, den gleichen Hintergrund für eine Diskussion. Das heißt, wir brauchen einen Ausgangspunkt für die nächsten Schritte und ein Ausgangspunkt könnte sein, einen transparenteren Ansatz zu wählen, einen vielfältigeren Ansatz. Denn oft ist es so, dass es Initiativen gibt, die durchaus interessant sind und die wichtige Themen angehen, so wie Datenschutz, Cybersicherheit, Urheberrechte. Aber dies sind Initiativen, die vom Design her global sind. Aber man braucht nicht unbedingt eine globale Debatte, bevor man dann zu einer realen Umsetzung vor Ort kommt. Und um die Mauern einzureißen, auf die wir immer wieder stoßen in unsere Verhandlungen, sollten wir uns durchaus global koordinieren. Aber ich denke, dann ist es auch notwendig, wirklich die verschiedenen Stakeholder an den Tisch zu bringen. Verschiedene Länder, verschiedene Perspektiven. Nicht vielleicht nur ein Land oder ein Stakeholder aus jeder Region. Und es sollte ein inklusiver Prozess sein, so inklusiv wie möglich, denn das schafft auch Legitimität für Initiativen und Formen der Zusammenarbeit der Zukunft. Dankeschön. Danke, dass Sie diese wichtigen Punkte angesprochen haben. Ich möchte es noch einmal provokant zusammenfassen. Wir wissen, dass etwas getan werden muss, aber wir wissen nicht, wie. Und die Diskussionen müssen natürlich inklusiv sein. Aber wie können wir denn jede Maßnahme in der ganzen Welt global besprechen mit allen am Tisch? Wie soll das überhaupt gehen? Rachel, Sie sind verantwortlich für die Politik des CCIA. Und Ihre Mitglieder sind die größten Technologieunternehmen der Welt. Was ist Ihre Perspektive? Ich glaube, es ist an. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre, hier zu sein. CCIA ist ein internationaler Unternehmerverband für Onlinehandel, Telekommunikationsprovider, Internetdienstleister. Und alle von ihnen exportieren Güter und Dienstleistungen in der ganzen Welt. Und natürlich haben diese Unternehmen ein großes Interesse an der Entwicklung von Regeln zum Onlinehandel und auch zum Datenverkehr. Es geht um verschiedene Bereiche, zum Beispiel wie KMU, Internetstores einrichten, Läden, wie man neue Märkte erschließt, wie man ein Konto in sozialen Medien errichtet und möglichst breite Kundenbasis erreicht. Und dafür brauchen die Unternehmen einen Regelrahmen, der ihnen gewisse Sicherheit und Stabilität gibt. Wenn fragmentiert wird, bedeutet das wirtschaftliche Konsequenzen für die Unternehmen und kann wirklich ihren Marktzugang beeinträchtigen. Und deshalb müssen diese Regeln umgesetzt werden.
Damit kann man auch sicherstellen, dass verschiedene Herangehensweisen auf die Datengovernance wirklich die Unternehmen unterstützen. Und das muss schnell geschehen, denn das Internet entwickelt sich mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Ja, viele Foren versuchen schon, diese Fragen anzugehen, zum Beispiel die OECD und APEC. Es gibt hier Prinzipien zu grenzübergreifenden Datenverkehr. Und da gibt es entsprechende Rahmenwerke für Onlinehandel. Wir freuen uns auch über das, was bei der WHO passiert, bei der WTO passiert. Und wir freuen uns über die Beteiligung von 86 Ländern an diesen Diskussionen. Ich freue mich außerdem über den EU Privacy Shield Koordinationsprozess. Das ist ein Prozess, der zeigt, dass es wirklich wertvoll ist, Beziehungen aufzubauen und über die Zeit Vertrauen aufzubauen. Zum zweiten Teil Ihrer Frage. Wir sehen verschiedene Hürden, die diese Zusammenarbeit bedrohen. Beispielsweise nationale Regeln, die Datenströme einschränken könnten. Und natürlich auch Verletzungen der Privatsphäre. Oft geht es dabei um nationale Sicherheitsbedenken, aus denen dann restriktive Maßnahmen erwachsen, die den grenzüberschreitenden Datenverkehr einschränken könnten. Es geht oft auch um Infrastrukturlokalisierung. Und solche Maßnahmen können oft auch in die Privatsphäre eingreifen und in Sicherheit, da sensible Daten zentralisiert werden. Oft werden diese Daten auch nicht genug verschlüsselt, um genug Rechtssicherheit zu bieten. Und auch das kann ein Zugangshindernis zu Märkten sein. Und wenn Privatsphäre verletzt wird, oder einige Regeln zur Privatsphäre schließen kleinere Unternehmen aus, weil sie nicht genau wissen, wie diese neuen Regeln anzuwenden sind. Und das heißt, dass es wichtig ist für Regierungen, diese kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen. Wir wissen, dass Länder Souveränität haben wollen in der Erlassung neuer Regeln in diesem Bereich. Aber dennoch sollte es allgemeine Prinzipien geben für beispielsweise den Datenverkehr, aber auch für Privatsphäre und Sicherheit in den jeweiligen Märkten. Datenflüsse sind ein Thema, aber Internetdienste brauchen eine ganze Reihe an Regeln, wenn sie in neue Märkte wollen. Zum Beispiel Sicherheit, damit sie sichere Systeme haben wollen, die Möglichkeit, illegale Inhalte zu entfernen und auch die Vereinfachung von Zollverfahren und Abwicklung. All dies ist wichtig, um den Handel zu unterstützen, und wir sind froh, dass WTO und andere Foren sich dieses Themas angenommen haben. Ich freue mich auf die Diskussion, auf die weitere Diskussion auf diesem Podium. Dankeschön. Danke, Rachel, für diese Kommentare. Sie haben also gesagt, dass es keine Silos geben darf, keine voneinander getrennten Gruppen. Sie haben auch über Rechtssicherheit gesprochen und über rechtliche Unsicherheit kleinerer Unternehmen. Und Sie haben auch aufgeworfen, wie nationale Souveränität in einer vernetzten Welt aussehen kann. Sebastian, wir haben auch von Regierungsseite gehört, von der Unternehmerseite, von der Zivilgesellschaft. Aus architektonischer Seite möchte ich Sie fragen, was muss getan werden, um freie Datenflüsse zu schützen in der Zukunft? Dankeschön, danke für die Einladung. Ich glaube, das Wichtigste ist es hier, die grundlegenden Prinzipien des Internets zu schützen und zu bewahren. Wir können das Internet nicht retten, indem wir es kaputt machen. Wir müssen also einen Weg finden, die dringenden Fragen anzugehen, die wir hier diskutieren. Aber andererseits sind die Charakteristika des Internet, die es zu dem gemacht haben, was es ist, erhaltenswert. Denn daraus erwachsen auch die Vorteile des Internets. Wie man also dort eine Balance findet, ist eine schwierige Frage. Und
Einige Dinge sind dort bedenkenswert. Zunächst einmal, wie finden wir ein Gleichgewicht zwischen einem Netzwerk, das aus architektonischer Sicht erstellt wurde, ohne Rücksicht auf nationale Grenzen, ohne Rücksicht auf politische Strömungen? Und wie schaffen wir es aber gleichzeitig, nationale Gesetze zu respektieren? Ein Schlüsselpunkt, der hier diskutiert wurde und der damit zu tun hat, ist das Vertrauen. Vertrauen in freien Datenverkehr ist ganz zentral. Ich glaube, dass es wichtig ist, im Kopf zu behalten, dass das Internet auf Vertrauen basiert, auf Zusammenarbeit. Und dieses Vertrauen kann eben auch miteinander geschaffen werden, miteinander und untereinander. Das heißt, wenn man mit dem Internet und seinen Folgen zu tun hat, muss man das immer im Kopf behalten. Wir alle sind in dieser Diskussion Teilnehmer. Und es gibt verschiedene Akteure, die das Internet betreiben. Das Internet kann nicht zentralisiert regiert werden, sozusagen. Das heißt, es gibt verschiedene Stakeholder und all diese müssen Teil der Lösung sein. Wir sind überzeugt, dass Zusammenarbeit für das Vertrauen im Internet unerlässlich ist. Und da sind verschiedene Faktoren von Bedeutung. Vertrauen der Nutzer, Vertrauen in die Technologie, vertrauenswürdige Netzwerke und ein vertrauenswürdiges Ökosystem. Und alle diese Bereiche muss man im Kopf haben, wenn es darum geht, wie man Regeln anwendet, um das Vertrauen zu schützen. Ich möchte zwei Trends ansprechen. Zum einen rechtmäßiger Zugang, Lawful Access-Lösungen und dann verschlüsselte Inhalte online. Beide Themen sind wichtig, denn wir können keinen freien Datenverkehr haben, wenn wir diese beiden Themen nicht auf die Reihe bekommen. Das Vertrauen, wie gesagt, ist ganz zentral. Wenn man versuchen würde, die grundlegende Verschlüsselung des Internets zu umgehen, dann würde das Internet geschwächt dahingehend, dass es sogar nicht mehr nützlich wäre. Wir würden damit riskieren, das Internet zu zerstören. Und damit schafft man also mehr Probleme als Lösungen. Ich würde daher sagen, dass eine starke Verschlüsselung ganz zentral ist als Grundlage für freien Datenverkehr und damit für das Funktionieren der digitalen Wirtschaft. Das ist also auch Teil der Empfehlungen, die wir dieses Jahr herausgegeben haben. Vielen Dank. Danke, dass Sie das Vertrauen angesprochen haben und dass Sie auch über Verschlüsselung gesprochen haben und über die Architektur des Internets, die in ihrer Natur kollaborativ ist. Ich denke, das ist wichtig, wenn wir über die Herausforderungen sprechen. Vielen Dank für Ihre Geduld an das Publikum und an diejenigen, die zugeschaltet sind über das Internet. Wir möchten jetzt gleich nach der einführenden Runde die Diskussion öffnen für das Publikum. Ich bin mir sicher, dass Sie alle spannende Fragen haben an unser tolles Panel. Sie können also schon zu den Mikrofonen kommen oder können online Ihre Fragen vorbereiten. Dazu kommen wir direkt. Bill, Sie haben viel geschrieben über das Ökosystem, über die verschiedenen Trends. Jetzt sind wir im Jahr 2019. Was würden Sie sagen, in welche Richtung bewegen wir uns? Wer weiß das schon? Vielen Dank, Paul. Guten Morgen. Es ist schön, hier zu sein.
grobe Fragen könnten schon in verschiedene Richtungen gehen. Koordination zwischen verschiedenen Privatpersonen, zwischen verschiedenen Institutionen. Aber ich möchte mich jetzt auf den Handel konzentrieren. Und einiges von dem, was ich sage, passt vielleicht zu dem, was Lee gesagt hat, und einiges weniger. Ich bin der letzte Redner. Ich werde jetzt also versuchen, vielleicht ein bisschen provokant zu sein. 4 Punkte. Es tut mir leid, ich bin Politikwissenschaftler. Ich forsche zu internationalen Verhandlungen. Und ich kann sagen, dass Kohärenz und Koordination nur funktionieren kann, wenn es eine strategische Anreizstruktur gibt, die symmetrisch ist. Wenn nicht alle Parteien kompatible Interessen haben und Präferenzen, dann kann selbst das kreativste institutionelle Design nicht funktionieren. Im Onlinehandel haben wir hier eine ganz diverse Situation, vielfältige Situation. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist es, kleinere plurilaterale Verhandlungen zwischen willigen Nationen zu haben. Das führt dazu, dass es verschiedenste Freihandelsabkommen gibt außerhalb der WTO, die aber mit den allgemeinen Regeln der WTO übereinstimmen. Und selbst innerhalb dieser Koalition gibt es alle möglichen Gräben und Spaltungen. Es gibt sehr viele Bereiche, wo Uneinigkeit steht, nicht nur zwischen Norden und Süden, Osten und Westen, sondern wirklich überall. Joint Statement-Initiative hat immer mehr Anhänger gewonnen und ich weiß dennoch nicht, was das Gipfeltreffen im Jahr 2020 bringen wird. Die Hälfte der Mitglieder werden nicht anwesend sein, die Hälfte der oder ein großer Teil auch übrigens der Schwellenländer. Und große Länder wie China oder Indien sind sehr gegen eine Einigung. Es gibt Slogans wie Daten sind das neue Öl. Es gibt Praktiken wie Datenlokalisierung in einigen Ländern, die aber inkompatibel sind mit gemeinsamer Politik. Und deshalb ist es wirklich schwierig, sich vorzustellen, wie wir gemeinsam Fortschritte erreichen können. Nun kommen wir zum Schutz der Privatsphäre, Sicherheit, nationaler Sicherheit, Anwendbarkeit von Handelsregeln, die wir bereits haben. All das sind große Herausforderungen. Ich schätze daher, dass wir am Ende eine Art OECD plus ein Abkommen haben werden, an dem sich einige Länder beteiligen. Aber viel mehr werden wir wahrscheinlich nicht erreichen können. Dann drittens. Handelsverfahren alleine oder Prozesse sind nicht genug, um eine Brücke zu bilden. Hier bin ich mir mit Lee vielleicht uneins. Es gibt inkompatible Positionen und dann gehen die verschiedenen Beteiligten der Diskussion oft nach Hause. Und man sieht also nur ein Handelssystem, das diese Differenzen abbildet. Immer wieder scheitern Verhandlungen. Und dennoch halten Regierungen an diesem Ansatz fest, denn das macht man ja schon immer so. Es sind intransparente Prozesse, und es werden auch keine wirklichen nationalen Verpflichtungen eingegangen. Und daher ist es wirklich unmöglich, auch gesellschaftliche Unterstützung aufzubauen, die man wirklich bräuchte. Diese ganze Situation wird sich wahrscheinlich so bald nicht ändern, obwohl zumindest einige Länder jetzt die Prozesse transparenter machen wollen. Und viertens, und das ist für mich ganz besonders wichtig, glaube ich, dass verschiedene Foren für Multistakeholder-Dialog wichtig sind, um größeren Konsens zu erzielen, den die WTO bräuchte, um erfolgreich zu sein. Man braucht diese Zusammenarbeit auch im G20-Prozess, der institutional unterentwickelt ist, erhält nicht genug Unterstützung der Regierungen. Wir brauchen außerdem mehr
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Nationen und ihren Gesetzgebern. Und wir brauchen natürlich auch Multi-Stakeholder-Dialoge im Rahmen des G20-Prozesses. Und außerdem in unterschiedlichen Foren wie dem World Economic Forum und anderen. Das würde es uns möglich machen, verschiedene Ideen auszutauschen, auch zum Thema Internet Governance und Konsens zu erreichen bei ganz wichtigen Themen wie Lokalisierung, Datenlokalisierung und anderen. Wie stellen wir denn fest, was ein angemessener, in welchen Fällen es angemessen ist, Datenverkehr einzuschränken und wann es das nicht ist? Hier müssen wir uns einigen und ich denke, dass das nicht nur in Handelsverhandlungen geschehen kann. Man braucht wirklich einen multidisziplinären Ansatz, Multi-Stakeholder-Ansatz, wie wir ihn hatten vor ungefähr 20 Jahren, als dieser ganze Prozess begann im Bereich Handel und Dienstleistungen. Wir hatten eine globale Community, die sehr, sehr viele spannende Ideen in den Prozess einbrachte. Aber jetzt gibt es zu viele Gräben zwischen den Menschen und das ist wirklich ein Problem. Außerdem sollten diese Expertendiskussionen teilfinden, aber auch die Öffentlichkeit sollte mehr einbezogen werden. Und da kommen dann Organisationen wie der IGF, wie das IGF ins Spiel. Also ich glaube, wir brauchen hier wirklich mehr Informationsfluss, mehr Koordinierung zwischen allen Akteuren, denn so bekommt man Konvergenzen außerhalb der Handelsverhandlungen, die dann insgesamt den Verhandelnden die Arbeit erleichtern können. Vielen Dank. Danke für diesen Aufruf zu stärkerer Koordination und Kohärenz. Was mir auch gut gefallen hat an Ihrem Beitrag, ist Ihr Ausgangspunkt, dieses Prisma, was sind eigentlich die Anreize für Koordination und Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, hier vor Ort und online zugeschaltet, die Diskussion ist nun eröffnet für Sie. Wir haben eine Wortmeldung dort drüben. Bitte stellen Sie sich kurz vor. Bertrand. Vielen Dank, Bertrand Petit, ein Think Tank in Paris, haben wir und arbeiten im Bereich KI und Cybersicherheit. Eine sehr interessante Debatte. Also wir haben über Regulierungen gesprochen und die Digitalwirtschaft und es gibt vielleicht da zwei Themen, nämlich einmal geht es um Daten, Datenbesitz und auch Software, wie man die Software sicher gestalten kann, dass sie nicht überwacht werden kann, was tut man, damit das Produkt sicher ist. Also wir sehen diese Debatte überall in der Welt und es gibt ein paar Bereiche, die schneller vorangehen, ganz besonders im Bereich IoT. Da gibt es zum Beispiel die automatisierten Fahrzeuge. In diesem Bereich gibt es da viel Arbeit. Und es müssen auch Entscheidungen getroffen werden, um sichere automatisierte Autos voranzutreiben. Und da nutzt man dann auch, da sollte man Open Source nutzen. Die Frage ist also, wie man Open Source vorantreibt. Sehen Sie das vielleicht auch als Lösung? Denn eigentlich ist es die einzige transparente Software, die es geben kann. Sie ist vielleicht nicht perfekt, aber sie ist transparent. Und sie ist auch sehr effizient, um Innovationen im digitalen Raum voranzutreiben. Vielen Dank für diese Frage. Gibt es andere Fragen im Raum, die wir vielleicht sammeln können? Ja, bitte. Mein Name ist Fernando, ich komme aus Brasilien. Ich bin ein Forscher zur globalen Governance im Internet. Ich habe eine Frage zu folgendem, eben diese Frage nach einem OECD Plus, einer OECD Plus Vereinbarung, denn die OECD war immer eine exklusive und wirtschaftsbasierte Gruppe. Wie können wir sicherstellen, dass es einen globalen Vertrag im Internet gibt oder dass es ein globales Forum gibt, das auch Länder wie Iran, Russland und China mit einbezieht?
Das könnte ja dann mehr Fragmentierung bedeuten. Oder könnte eben auch dazu führen, dass das amerikanische Modell noch mehr an Dominanz gewinnt. Ein Modell, das es ja schon gibt. Und die Frage, die ich jetzt habe, ist, wie können wir mit Ländern verhandeln? Also auch die autoritäre Maßnahmen benutzen. Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben auch eine aus der Ferne zugeschaltete Frage. Erste Frage. Welche Initiativen gibt es bei internationalen Technologiestandards? Zweite Frage an alle Podiumsteilnehmer. Die Datenschutzregulierungen Es geht um Datenschutzbestimmungen bei der zweiten Frage in bestimmten Ländern. Also zu Datenschutzrichtlinien. Wer möchte dazu etwas sagen? Well, Bill? Als ich OECD Plus sagte, wollte ich hier nicht einen neuen Begriff prägen. Da hat Lee bestimmt auch ein Problem mit. Jetzt zu der Frage von dem Herrn aus Brasilien. Ich glaube, eine sehr breit angelegte Harmonisierung und ein sehr breiter multilateraler Ansatz wird sehr schwer zu erreichen sein. Das ist einfach die Realität. Also es gibt wirklich Unterschiede zwischen den verschiedenen Systemen, also China, USA, EU und Sie haben auch andere Länder genannt. Indien, Südafrika gehören auch dazu. Also da gibt es große Unterschiede. Und in der Vergangenheit gab es die Verhandlungen von Handelsabkommen. Also man versucht, alle mit einzubeziehen, auch alle Themen einzubeziehen. Dieses Modell ist heute sehr schwierig geworden, denn es gibt so viele unterschiedliche Interessen bei den verschiedenen Akteuren und die haben sich, sie sind noch weiter auseinandergedriftet. In Genf höre ich oft von verschiedenen NGOs und Organisationen, dass es immer um den globalen Süden, um den globalen Norden geht. Und ich habe das Gefühl, wir sind noch in den 90ern, im Jahr 1975. Ja, der globale Süden ist an sich sehr heterogen. Das, was für Brasilien funktioniert, funktioniert für Lesotho. Was für Indien funktioniert, funktioniert nicht für Nepal. Die Präferenzen, alle haben unterschiedliche Präferenzen. Also was man realistisch erwarten kann, ist, die Akteure, die wirklich bereit sind, etwas zu tun und sich zu verpflichten, zu einer Gruppe zusammenzuschließen und dann von da auszugehen, vielleicht da Vorteile rauszuziehen und dann andere zu ermutigen, sich anzuschließen. Aber es ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Ich sehe nicht, dass man plötzlich einen großen Prozess aus dem Nichts bekommt und dass die ganze Welt plötzlich Kumbaya singt und sich alle zusammentun. Also, wenn Sie eine andere Meinung haben, sagen Sie das. Gibt es da weitere Wortmeldungen zu? Ja, bitte. Ich kann nicht so viel zu Open Source sagen. Ich möchte aber auch noch etwas dazu sagen, wie wir uns die WTO ansehen können und auch Länder, die vielleicht ähnliche Interessen haben und wie wir die zusammenbringen können. Lee hat auch über diese Kluft zwischen dem Westen und dem Westen gesprochen und die OECD hat eine gute Studie vorgelegt vor kurzem. Sie hat sich eben bestimmte Gebiete angeschaut und welche Ansätze es gibt bei eben beim Datenfluss, bei Datenschutz in verschiedenen Ländern. Und wenn man sich die EU anschaut und auch andere Länder, also die TPP-Länder oder CTPP-Länder und auch die USA und andere Länder, also sie alle haben unterschiedliche Ansätze. Die EU hat einen etwas vorsichtigeren Ansatz. Sie wollen also sicherstellen, dass Unternehmen alle Systeme erstmal unter Kontrolle kriegen, bevor man dann weitermacht. Und die anderen Länder haben einen eher liberaleren Ansatz.
Aber alle wollen, dass eben Daten auf sichere Weise fließt und geschützt fließt und dass es eben keine Datenlokalisierung gibt. Also ich denke, wenn wir diese Länder zusammenbringen können, dann könnte das gut sein. Und ich glaube, wir haben da auch eine Chance. Denn die DSGVO hat verschiedene Umsetzungsmechanismen. Also die Daten können geschützt fließen. Die EU und Japan haben ein ähnliches Abkommen geschlossen. Deshalb gilt es dann auch für Japan. Also beide Datenschutzregularien passen zusammen. Aber das wurde eben parallel verhandelt. Und in einem multilateralen Kontext ist das vielleicht nicht unbedingt möglich. Deshalb muss man über andere Dinge nachdenken. Lee hat auch die Diskussion genannt, also zur Findung gemeinsamer Prinzipien. Aber das funktioniert für die EU nicht, denn die EU möchte keine grundlegende Handelsverträge aushandeln. Wenn man also ein Abkommen haben könnte, das zwei Dinge schafft, nämlich die Datenlokalisierung zu reduzieren und gleichzeitig eben Länder, die Datenschutzgesetze ergreifen, sie zu verpflichten, das Unternehmen geschützt übertragen, dann würden die Daten eben geschützt fließen, geschützt unter den Regularien des Landes, wo sie herkommen. Und dann hätte man eben einen garantierten Fluss von Informationen in mehrere Richtungen. Und das würde dann auch einen fairen Wettbewerb schaffen zwischen Unternehmen aus verschiedenen Ländern. Und dann wäre es auch nicht mehr nötig, niedrigere Standards auszuhandeln. Gleichzeitig brauchen wir aber auch mehr Dialog mit den Aufsichtsbehörden im Bereich Datenschutz, damit sich die Regularien angleichen mit der Zeit. Aber auch Handelsexperten und Handelspolitiker sollten einbezogen werden. Auch die sollten eher mit der Gemeinschaft im Bereich Datenschutz sprechen, denn oft besteht da wenig Dialog. Ja, ich denke, das ist ein Thema, das immer wieder aufgegriffen wird. Also es braucht Brücken zwischen verschiedenen politischen Seiten, damit eben diese vernetzten globalen Themen angegangen werden können. Möchte jemand auf diese Fragen antworten oder diese Reaktionen? Also vielleicht erst Tim und dann Bill? Oder erst Rachel und dann Lee? Noch ein paar Worte zur Frage, also zur Inklusion von eher autoritären Regierungen und wie man da eben zu Abkommen kann. Also die China sitzt mit am Tisch bei dieser WTO-Initiative und ich denke, das zeigt, egal was auf Ebene der WTO erzielt wird, da gibt es dann einige Ausnahmen auch immer wieder, also Ausnahmen auch beim freien Datenfluss und die sind auch sehr breit angelegt. Und oft sind diese Initiativen dann nicht so sinnvoll. Und da kann es dann auch eben Konflikte auch geben mit den nationalen Gesetzgebungen im Bereich freier Datenfluss. Also man muss sicherstellen, dass die Ausnahmen auf Ebene der WTO so behandelt werden, dass sie eben nicht den gesamten Prozess untergraben. Lee, bitte. Wir müssen noch mal anerkennen, dass die WTO ja schon sehr breit angelegt ist. Aber Bill hat recht, dass wenn man etwas innerhalb der WTO schaffen will, dann können das vielleicht erst einmal so anlegen, dass Leute, die jetzt noch nicht bereit sind, vielleicht später beitreten können. Russland und China sitzen mit am Verhandlungstisch. Aber das führt auch zu einer Frage. Also wenn Länder wie Japan und die USA, die sehr hohe Anforderungen haben, also die haben sehr hohe Ansprüche, wenn
Sie dann sagen, dass Länder, die geringere Anforderungen haben, nicht teilnehmen können, führt es dann dazu, dass die Verhandlungen scheitern? Ich denke, vielleicht sollten, also ich denke, es macht keinen Sinn, dass die Verhandlungen vorangehen, wenn man eben einige große Volkswirtschaften hat, die nicht teilnehmen können. Und noch eine Sache. Also nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Ich arbeite an der Umsetzung einer Vereinbarung, bei der es um die Behandlung von nicht-tarifären Handelshemmnissen geht. Ich denke also, diejenigen von uns, die, also viele von uns haben diese Verhandlungen zum Onlinehandel eng verfolgt und sie haben gesehen, wie schwierig es ist, die verschiedenen eben nationalen Regulierungen alle unter einen Hut zu bekommen. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Regierungen zusammenarbeiten können, aber oft muss man verschiedene eben gesetzgeberische Gemeinschaften an einen Tisch bekommen. Und in Uruguay haben wir das geschafft bei den Handelsverhandlungen. Wir haben eben eine zweite Phase von Tests durchgeführt. Wir haben verschiedene Ministerien mit einbezogen. Die haben miteinander gesprochen, und zwar im WTO, unter dem WTO, im WTO-Rahmen. Und das ist auch jetzt vielleicht nötig, denn es wird viel in den Hauptstädten gesprochen. Auch die Leute aus den Zentralbanken, aus den verschiedenen Ländern sprechen aktuell nicht zum Thema Handel, sondern wir können da sehr viel mehr Zusammenarbeit gebrauchen, denn ganz besonders bestehen ja nicht tarifäre Handelshemmnisse im Bereich des Onlinehandels. Ich denke, es ist ein Ansatz, der multidisziplinär erfolgen muss. Gibt es da noch mehr Reaktionen zu? Gibt es weitere Fragen im Raum? Bitte stellen Sie sich kurz vor. Vielen Dank. Mein Name ist Jean-Claude Gonstein. Ich bin Tech-Unternehmer in Silicon Valley. Ich komme ursprünglich aus Europa, aus Frankreich. Sondern sprach über die Ausbreitung von Desinformation und Hassrede. Also wir sind erst am Beginn der Bemühungen zur Bekämpfung der Verbreitung von Hassrede mit einem entsprechenden Konzept. Also es geht hier wirklich um einen Deepfix, also um etwas, was man wirklich grundlegend durchsetzen könnte. Es ist tatsächlich so, dass dieses Deepfix-Programm tatsächlich Regierungen angreift, Organisationen wie die ihre anreicht. Und die Frage ist, die man sich wirklich stellen muss, wenn diese Deepfakes tatsächlich nicht erkannt werden können, wenn also bestimmte Videos oder so nicht erkannt und heruntergenommen, bevor sie sich verbreiten, dann haben wir ein Problem, weil dann diese Inhalte sich auf den sozialen Plattformen verbreiten. Ich gebe diese Frage mal ins Podium. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie vernetzt die Diskussionen sind. Also wir haben hier diese Fragen zur WTO und Handel und jetzt haben wir eine Frage zu Deepfakes. Also das zeigt die Realität, das sind keine theoretischen Diskussionen. Also es gibt diese Unsicherheit für die Nutzer, für die Verbraucher, für die Regulierungsbehörden, für die Unternehmen. Das ist unsere Realität. Also was sind Ihre Gedanken dazu? Es wurden viele Fortschritte von Menschen in der KI-Gemeinschaft erzielt dabei, diese Deepfakes zu erkennen. Aber es ist natürlich ein Prozess. Also wenn man auf einer Seite Fortschritte erzielt, also dass man diese Deepfakes findet und Unterschiede darin sieht, dann helfen diese Leute auch gleichzeitig diejenigen, die die Deepfakes machen. Also es ist ein laufender Prozess. Also nur die Technologie an sich ist nicht genug. Wir brauchen wahrscheinlich auch so eine Art von Netzwerk, ein Warnnetz, oder um eben Menschen bewusst zu machen, dass es eben falsche Informationen geben kann. Ich weiß nicht genau, wie das aussehen könnte. Nur ein Beispiel. Sie erinnern sich noch an den Genozid in Ruanda und wie viele Gerüchte über das Radio verbreitet wurden. Eben, und das hat die Menschen zu Gewalt angestiftet.
Und heute gibt es eben Deepfakes und nicht nur, man kann nicht nur jetzt faken, wie jemand spricht, sondern es gibt auch Deepfakes, die bestimmte Umstände zeigen, zum Beispiel ein Dorf, das angegriffen wird oder so etwas, auch wenn das gar nicht passiert. Und das kann sich dann sehr schnell ausbreiten. Es gibt sehr viele Orte auf der Welt, wo es sozusagen digitale Brände geben kann und die großen Schaden anrichten können. Das ist wirklich echt. Und deshalb brauchen wir Lösungen, die nicht nur auf Technologie basieren, sondern wir müssen so eine Art Mechanismus haben, damit Informationen verbreitet werden, damit es Regeln gibt, auch für die Entfernung dieser Inhalte und so weiter. Niemand weiß genau, wie das funktionieren kann. Vielleicht was ist Sebastian? Nein, wir arbeiten gar nicht in diesem Bereich, aber was wichtig ist, also Fake News sind nicht das einzige Problem. Dieses Dorf könnte ja vielleicht auch wirklich angegriffen worden sein. Also selbst wenn es echt gewesen wäre, könnte das ein Problem sein, selbst wenn es kein Real Fake, Deepfake war. Und das, da geht es um eben Vertrauen. Und es geht um die Art und Weise, wie wir eben Lösungen finden können. Und eben Fake News sind da auch ein Thema. Ja, vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine Frage, denn ich habe auch noch eine Frage, die ich stellen möchte. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann möchte ich nochmal zurückkommen auf die zwei Eingangsbemerkungen zur G20-Präsidentschaft und der G7-Präsidentschaft. Und also diese Stellungnahme der G7, da ging es um die Notwendigkeit der Interoperabilität und die G7, da hieß es in der Präsentation, also da war ein starker Fokus auf den Wert des Dialogs. Und es bildet sich ein Konsens heraus, oder wir verstehen jetzt immer besser, dass wir integrierte globale Lösungen brauchen. Die Frage ist nur, wie wir diese bekommen. Und jetzt zu einer letzten Frage. Wenn Sie eine Empfehlung hätten oder eine Meinung dazu, wie wir die Interoperabilität zwischen verschiedenen Rahmenwerken in der Welt stärken könnten, damit wir sicherstellen können, damit sie kompatibel sind, vielleicht noch nicht einmal vollständig interoperabel in der Zukunft. Kann das schnell genug gelingen und was kann getan werden? Vielleicht können Sie uns da vielleicht eine Empfehlung geben, in welche Richtung wir uns da wenden sollten. Yuchide, vielleicht können Sie beginnen. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Frage. Meiner Meinung nach haben wir die Freiheit des Netzwerkes oder auch das Vertrauen noch nicht formuliert und auch noch nicht die politischen Maßnahmen. Wir sollen diese zwei Dinge nicht auseinanderdividieren. Diese zwei Faktoren sollten Hand in Hand gehen und sollten sich auch gegenseitig stärken. Also die Angemessenheit die gegenseitige Anerkennung von Standards als jeweils angemessen zwischen der EU und Japan, wie sie ausgehandelt wurde, ist ein gutes Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Wir sind der Ansicht, dass man immer verschiedene Stakeholder dazu befragen muss, in welche Richtung wir voranschreiten sollten. Denn wenn wir uns einmal die Prinzipien ins Gedächtnis rufen oder einige der Interdependenzen oder der abstrakten Anforderungen, die es da gibt, ist es doch so, dass Regierungen nicht, dass sie oft die Technologie nicht nicht so verstehen, wie sie die Nutzer tatsächlich in der echten Welt betrifft. Und daher müssen wir uns ansehen, was in der echten Welt funktioniert. Und das muss sich widerspiegeln in der Politik und auch in den Verhandlungen und Debatten innerhalb
der verschiedenen Stakeholdergruppen und zwischen den Regierungen. Daher ist meine Antwort sehr einfach gehalten. Was wir tun müssen, ist weiterhin mit den Multi-Stakeholdern in Kontakt bleiben. Vielen Dank dafür. Das Mikrofon wird weitergegeben. Vielen Dank, Paul. Ja, das ist sehr komplex und eigentlich eine sehr fiese Frage. Wir müssen den Dialog fortführen. Aber die Themen, vor denen wir stehen, sind dringlich und deshalb brauchen wir vielleicht etwas mehr als nur Dialog. Beim französischen Digitalrat versuchen wir, die Leute dazu zu bringen, sich zusammenzutun, Organisationen zu bilden, und also auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Und wir versuchen sie dann dazu zu bringen, in Dialog zu treten, aber auch einen Fahrplan vorzulegen, den wir brauchen, um Prinzipien zu entwickeln. Und ich stimme Herrn Yuichi zu. Ja. Die meiste Zeit ist es so, dass die Regierungen tatsächlich nicht verstehen, was passiert. Und für uns ist das eines der größten Probleme. Wir als Vertreter der Zivilgesellschaft müssen vielleicht, das ist jetzt nicht so sehr diplomatisch, was ich sage es aber trotzdem, ich denke, die Zivilgesellschaft muss einen übergeordneten Dialog führen, also überall, also neben der Regierung. Ich denke, dass wenn einige Regierungen nicht verstehen, dass sie hilflos sind, dann müssen sie nicht unbedingt am Tisch sitzen. Sie müssen aber verstehen, dass sie zuhören müssen, und zwar, dass sie den Experten zuhören müssen, der Zivilgesellschaft zuhören müssen. Und die Zivilgesellschaft sollte sich zusammentun, um nicht nur nicht einen perfekten Fahrplan vorzulegen, aber einen Fahrplan, bei dem alle abgedeckt sind. Das ist meine Meinung. Und ich möchte jetzt nicht noch einmal über Paris sprechen. Tillmann. Vielen Dank. Ja, wie wir aus den Fragen gesehen haben, auch von eben den Statements am Anfang, all diese verschiedenen Themen gehören zusammen. Auch wenn wir uns nur einen Aspekt anschauen, Datenschutz und Vertrauen. Es gibt Zensur, es gibt Zugang zu Informationen, es geht auch um Welthandel und auch um den Schutz der Grundrechte. Wenn wir uns jetzt nur mal den Handelsaspekt anschauen, ich habe schon gesagt, dass es gut wäre, wenn wir die Datenschutz-Community und die Handels-Community zusammenbringen könnten, damit sie ein besseres Verständnis entwickeln können dessen, was gebraucht wird. In der Handels-Community gibt es oft nicht genug Verständnis, warum eben Daten fließen müssen. Und wenn wir uns die DSGVO anschauen, wir haben die Werkzeuge, die wir brauchen. Und zu Beginn der Diskussion wurde das nicht wirklich von der G20 anerkannt. Also es muss keine Hürde sein. Also Datenschutz ist keine Barriere, keine Zollbarriere. Also statt darüber nachzudenken, wie wir uns auf gemeinsame Prinzipien einigen können, und uns die einzelnen Datenschutzgesetze der Länder anzuschauen, sollten wir auf alle Länder anschauen, die Datenschutzgesetze haben und wo man Daten geschützt übermitteln kann. Und da könnten Länder dann nicht mehr sagen, wir müssen die Daten lokal speichern aufgrund von Datenschutzbedenken. Das macht keinen Sinn, denn man kann auch die Daten schützen, wenn sie außerhalb des Landes liegen. Vielen Dank, Lydia. Was ist Ihre Sichtweise zur Zukunft von Zusammenarbeit und Koordination? Also ich glaube nicht, dass es ein Werkzeug gibt oder einen Weg, der uns helfen kann, alle Probleme zu lösen, ganz besonders im Bereich Interoperabilität. Ich glaube aber, dass
wenn wir Fortschritte machen wollen, dass es dann gut wäre, einen überregionalen Dialog zu haben und einen offenen Prozess und offene Konsultationen, also regional und auch regionenübergreifend. Und dass es auch Foren geben muss für Stakeholders, also für die Unternehmen, für öffentliche Verwaltungen, für die Regierungen, für KMU und auch für die Wissenschaftler. Und von so einem Dialog erwarte ich mir nicht nur eine Harmonisierung verschiedener Regularien, sondern eben auch eine mögliche Verringerung der Unsicherheit und auch stärkeres Vertrauen. Denn Vertrauen ist ja nötig. Das wurde heute ja auch schon oft in der Diskussion gesagt. Vielen Dank, Lee. Also, ich denke, dass es gerade, dass die Ära, wo nicht reguliert wird, im Internet vorbei ist. Wir sprechen jetzt über verschiedene Communities und wir reden über verschiedene parallele Prozesse. Die Frage ist, wie können diese parallele Prozesse zusammengebracht werden? Gibt es vielleicht einen Mechanismus, der eben eine Brücke schlagen kann zwischen der Diskussion der Zivilgesellschaft und Diskussion der Zentralbanken, der Cybersicherheitsleuten und so weiter? Das wäre ja ideal, ganz egal, ob es jetzt ein formeller oder ein informeller Mechanismus ist. Und ich habe, also wenn Regeln schon festgesetzt werden müssen, so wie geht es dann vorwärts? Die WTO versucht es auf sehr hoher Ebene, also eben indem man sich auf Prinzipien konzentriert. Wenn man sich die Details anschaut, dann denke ich, es gibt ein erfolgreiches Modell, ein hilfreiches Modell. Vielleicht kennen Sie die ITU, die Fernmeldeunion. Die hat ein globales Symposium für Gesetzgeber. Und die Menschen sind wirklich überrascht, denn dort tauschen die Leute wirklich ihre Erfahrungen aus, nicht nur auf dem Podium, sondern sie sprechen darüber, wie hat diese Regelung für Sie funktioniert? Wie hat dieses neue Projekt für Sie funktioniert? Also Sie machen das nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Kaffeepause und in den Gängen. Und dann gibt es auch eben dieses Forum für Internet und Gesetzgebung, also Internet und Gesetzgebung und Gesetzgeber, also die Gesetzgeber und die Internetleute, wie können die sich gegenseitig informieren? Vielleicht gäbe es dann auch ein Forum, wo sich diese Leute austauschen könnten. Und also eben ein Forum, wo eben alle ihre gegenseitigen Erfahrungen austauschen könnten. Das wäre doch gut. Würde sowas geben? Wir werden sehen. Luisa, ich glaube, es ist okay, wenn wir ein bisschen überziehen. Wir haben auch 5 Minuten später angefangen. Ich stimme zu, dass wir einige Schritte brauchen, damit verschiedene Stakeholder zusammengebracht werden können. Also zum Beispiel Schritte für Dialog, Schritte, um sich auszutauschen und auch eben die öffentliche Meinung einzubeziehen. Also um sich eben anzuschauen, was die Ziele sind der Gesellschaft und welche Situationen es gibt in verschiedenen Gemeinschaften. Natürlich ist es sehr schwierig zu verstehen oder sich auch nur einmal vorzustellen, dass es ein Forum geben könnte, in dem wir alle Details besprechen können. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Es wäre gut, einen gemeinsamen Rahmen zu haben oder Prinzipien, bei denen nicht nur Regierungen einbezogen sind, sondern auch eben über regionale Akteure, damit eben diese Ziele vorangetrieben werden können. Vielen Dank, Rachel. Nur kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir glauben, dass Handel weiterhin wichtig sein wird für diese Diskussionen, die wir glauben, selbst wenn es jetzt weit mehr Regularien gibt, dass dann die Handels, dass man sicherstellen
Also wir müssen uns in der Zukunft anschauen, was auch die auf was sich die WTO auf globaler Ebene einigen kann. Wir sehen auch, dass es andere Foren gibt, zum Beispiel die OECD und das IGF, und dass es wichtige Foren sind, um eben politische Analysen vorzunehmen und die dann auch in diese handelspolitischen Diskussionen einfließen können, um Lösungen zu finden. Dann zur Interoperabilität. Wir wissen, dass eben Interoperabilität vorangetrieben werden kann, indem man eben die Rechenschaftspflicht vorantreibt und eben nicht eben verschiedene Mechanismen sich anschaut, die in jedem Land anders sein können, die auch komplex sind. Und ich glaube, das reicht auch schon. Vielen Dank, Sebastian. Also zum Fluss der Daten. Also Daten fließen, weil es ja das Internet gibt. Und also die Deepfakes, das haben wir schon gehört, gibt es zum Beispiel. Und wir sollten also im Hinterkopf behalten, dass das, über das wir sprechen, ja das Internet ist. Und dass wir das Internet nicht kaputt machen dürfen, denn das Internet macht unser Leben ja jeden Tag besser. Ich habe schon gesagt, dass wir eine bessere Zusammenarbeit zwischen der Gesetzgebung brauchen und ein besseres Forum für Gesetzgeber. Das unterstütze ich. Wir sind ja alle Geeks im Bereich Governance und deshalb wollen wir, dass es eine magische Institution gibt, die wir uns dann ausdanken und die dann sofort zur Förderung einer besseren Koordinierung führt. Aber es ist ganz egal, ob der Tisch eckig ist oder rund oder ob die Leute auf dem Tisch stehen oder ganz egal. Wenn die Mitgliedstaaten die Mitgliedstaaten und ihre Interessen werden ja national festgelegt. Deshalb brauchen wir eine globale Gemeinschaft, wo eben globale Konzepte und Ideen vorangetrieben werden. Zum Beispiel, wenn man eben mit Menschen spricht in Washington DC, dann sind diese Ansichten sehr festgefahren. Und wenn man nach Delhi geht, dann hört man etwas komplett Unterschiedliches und in der EU auch. Und die Menschen in den Entwicklungsländern, die sagen, die Daten sind das neue Öl. Also die Ansichten sind ganz unterschiedlich und sie bekommen natürlich auch Beratung von internationalen Organisationen und die sagen ihnen auch, dass Daten das neue Öl sind. Und wir müssen also sicherstellen, dass wir einen breiteren Multi-Stakeholder-Dialog haben, wo es nicht nur um Handel geht und wo wirklich all diese Themen aufgegriffen werden und wo man auch berücksichtigt, warum die Menschen sich so fühlen, wie sie fühlen im Bereich also Internet-Governance, und sicherzustellen, dass man da zu einem Konsens kommt. Also egal, welche Form der Tisch hat, es ist ganz egal. Vielen Dank. Und was ich daraus ziehe hier aus der heutigen Sitzung ist Folgendes. Also die Themen sind sehr komplex. Wir haben versucht, uns verschiedene Facetten anzuschauen. Alles ist vernetzt und global und es steht sehr viel auf dem Spiel für die Zukunft des grenzüberschreitenden Internets und unsere Wirtschaft. Und was Sie gesagt haben, ist sehr gut, denn diese Themen werden nicht magisch einfach verschwinden. Wir müssen sie selbst lösen. Und deshalb denke ich, ist es fantastisch, dass die G20 und die WTO multilaterale Foren haben und sind. Und das Multi-Stakeholder-Modell, also diese Diskussionen, können eben zu neuen politischen Prozessen führen, die auch neue Akteure mit einbeziehen, damit wir eben die Koordination haben, die wir brauchen in der Zukunft und für zukünftige Generationen. Meine Damen und Herren, eine Runde Applaus für unsere Panelisten. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir diese Diskussion fortführen können. For our hard work.